So, Freunde, hier habe ich es drin, den 300.000 Euro Kracher. Ich habe die 5990 in Roségold mit dem blauen Blatt. Ich würde sagen 300. This is Golden Watch. Attacke. So, also wir haben hier das Modell, auf das eigentlich alle Patek Philippe Fans absolut gewartet haben. Ja, da sind einige vollkommen steil gegangen, weil sie gesagt haben, 5990, das erste Mal ein Roségold-Modell, der Nautilus mit dem blauen Blatt. Blaues Blatt, ganz, ganz typisches Patek Philippe-Thema. Und die Uhr hier hat es jetzt praktisch, nachdem ja die 5711 eingestellt worden ist, verwirklicht. Ich freue mich riesig, dass ich euch mal wieder eine Uhr präsentieren kann, die ihr so in Deutschland wahrscheinlich kein zweites Mal findet. Die Uhr hier wurde jetzt in Rom ausgeliefert, ist direkt zu uns nach Köln gekommen, so wie sie statt hier hört. War ja früher auch schon so, dass einiges von Rom nach Colonia gekommen ist. Ne? Man kennt das. Und wir haben jetzt hier einmal ganz Patek Philippe typisch natürlich den Umkarton mit den abgeflachten Kadern. Sieht alles natürlich sehr, sehr wertig aus, sieht sehr schön aus. Man darf nicht vergessen, Apo, die Uhr kostet Liste um die 100, ne? Ja. Liste kostet so um die 100.000 Euro, also auch bei 100.000 Euro kann man natürlich eine schöne Box, kann man einen schönen Umkarton schon mal erwarten. Und klar, auf dem Graumarkt sind die Preise komplett explodiert. Da kann aber ja Patek Philippe nichts dafür. Die produzieren einfach sehr wenig, die liefern sehr wenig aus. So kommen die Preise zustande. Was ihr euch vorstellen müsst, an dieser Uhr hat eine Privatperson nun reell 200.000 Euro verdient. Ich weiß, der ein oder andere wird jetzt vielleicht haten und wird sagen, das kann ja gar nicht sein. Cologne Watch hat niemals so viel für die Uhr gezahlt. Haben wir aber allein aus dem Grund, weil wir euch diese Uhr heute präsentieren wollten. Wenn wir den Umkarton öffnen, haben wir dann praktisch hier diese Stoffhülle, ganz Patek Philippe typisch mit dem Patek Philippe Logo. Da merkt man schon, es wird ernst. Also die komplette Box ist extrem wertig verarbeitet. Wir sehen dann hier die Echtholzbox, auch wieder mit den schwarzen Kadern. Ich habe ja vorhin schon drüber gesprochen, der Umkarton und die Box treffen sich da sozusagen wieder. Und mit dem Calatrava-Kreuz im Zentrum. Sieht megamäßig aus, sieht mega wertig aus. Man sagt ja auch immer wieder, Vacheron Constantin, Patek Philippe, und Audemars Piguet, das sind so die, ja, das ist so die höchste Kategorie der Uhrmacherkunst aus der Schweiz. Und Patek Philippe muss natürlich der ganzen Geschichte immer in gewisser Hinsicht nochmal eine Krone aufsetzen. Aber bei diesen drei Herstellern sieht man einfach auch schon an der Box, dass es was ganz, ganz Besonderes ist. Es ist kein Mainstream-Produkt. Es ist wirklich was Exklusives, es ist was absolut Extravagantes. Und jetzt werden wir das erste Mal das Antlitz dieser wunderschönen neuen Nautilus-Uhr sehen. So, da ist das Jotus-Stückchen. Also, 18 Karat Roségold, ganz typisch, verwendet man bei den Uhren ja immer. Daher würde ich euch auch nicht empfehlen, wenn ihr das Datum mal einstellen wollt, den mitgelieferten Drücker zu benutzen, der dann die Roségold-Applikation hat, weil 750er Gold ist einfach relativ, ja, wie soll man sagen, relativ anfällig, ist relativ empfindlich. Und wenn ihr den mitgelieferten Drücker zum Einstellen des Datums über diesen Druckknopf hier praktisch verwenden würdet, dann könnte das Gehäuse verkratzen. Man hat es dann ja meist sowieso immer ein bisschen eiliger, wenn man die Uhr gerade nochmal einstellen muss. Und deshalb lieber einen Zahnstocher nehmen. Da kann beim Gold nichts passieren. Aber zu den weiteren Funktionen der Uhr. Wir haben natürlich eine reelle zentrale Zeitanzeige. Wir haben natürlich übers Zentrum laufend einen Chronographen, den ihr auf ganz herkömmliche Art und Weise starten könnt, den ihr auf ganz herkömmliche Art und Weise auch wieder stoppen könnt. Ihr habt eine Flyback-Funktion, das heißt, wir können den Chronographen auf der 2-Uhr-Position am Drücker starten. Wir können dann beispielsweise auf der 4-Uhr-Position am Drücker die Flyback-Funktion nutzen, können dann wieder auf der 2-Uhr-Position den Chronographen stoppen und auf der 4-Uhr-Position resetten. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen, ist ein ganz regulärer Chronograph. Des Weiteren, und das ist hier das Besondere, ach so, der Minutenzähler des Chronographen läuft natürlich hier über die 6 Uhr Position ebenfalls wieder in Form einer Zeigerindikation. Ja, also ihr habt jetzt praktisch hier einen Zeiger, der pro Minute um 1 weiterspringt und dann eben die Minute des Chronographen anzeigt. Des Weiteren, das ist das Besondere an dieser Uhr, es ist ja eine Travel Time, habt ihr praktisch über die Flanke bei der 9 Uhr Position, also über die Flanke der 3 Uhr Position habt ihr einen Kronenschutz, über die Flanke der 9 Uhr Position, die bisher immer nur dazu diente, dass man wirklich die Lünette festschrauben konnte, habt ihr hier auch eine Funktion, also eine Travel Time Funktion, ihr könnt die Travel Time Funktion vor- und zurückstellen. Das heißt, wenn ihr durch Zeitzonen reist, könnt ihr auf der 9 Uhr Position mit den beiden Drückern vor- und zurückspringen, habt sozusagen immer die zweite Zeitzone im Auge und als 24-Stunden-Indikation, das finde ich sehr, sehr gut gelöst, habt ihr dann praktisch auch noch hier eine Tag-Nacht-Indikation bei 9 Uhr in dem kleinen Viereck. Des Weiteren habt ihr für eure Heimzeit auch eine 24-Stunden-Indikation bei der 3-Uhr-Position. Die Uhr hat insgesamt ein sehr, sehr schönes Gewicht. Wenn ihr Bock habt auf eine sportliche Nautilus, gibt es eigentlich wenig Alternativen. Eine 5980, sprich den regulären Chronographen, eine 5726, so wie ich sie gerade anhab, als Jahreskalender.
ist auch etwas sportlicher vom Aufbau, hat natürlich keine wirklich sportliche Komplikation, ist aber so ein bisschen so ein Zwischenmodell zwischen elegant und sportlich, ist also auch absolut empfehlenswert. Ich hoffe, ich konnte euch einen schönen Einblick über diese Uhr geben. Ich hoffe, ich konnte euch das erste Mal diese Uhr zeigen bei reellen Lichtverhältnissen, wie das Blatt und das, ja, das Gehäusematerial praktisch harmonisieren. Und hinterlasst uns auf jeden Fall einen Kommentar. Was haltet ihr von der Nautilus-Serie? Was haltet ihr von der Patek Philippe Nautilus an sich? Was haltet ihr von dieser Kombination? Also sprich, was haltet ihr von dieser Konfiguration? Roségoldenes Gehäuse, dunkelblaues Blatt. Ich persönlich finde es phänomenal. Ich finde es sehr, sehr schön. Die Uhr ist sehr gelungen und ist auf jeden Fall auch etwas ganz, ganz Besonderes. Und was haltet ihr natürlich auch von den Preisentwicklungen? Folgt uns, gebt uns auf jeden Fall ein Like. Last but not least, bevor ich es vergesse, es ist natürlich nicht nur die Uhr, die geliefert wird. Ihr habt natürlich das typische Patek Philippe Lederetui noch dabei mit den Zertifikaten, mit einer Übersicht über das Patek Philippe Museum, mit der Gebrauchsanweisung, mit der Garantiebeschreibung und eben dieses wunderschöne Ledermäppchen, was das alles hier noch schön abrundet. Ich hoffe, ich konnte euch einen schönen Überblick über die Uhr geben. Wir gehen jetzt wieder an die Arbeit und das war mal wieder ein Video, was außerhalb der regulären Sonntagsreihe abgedreht wurde. Bleibt gesund, passt euch auf. Ciao! So, Freunde, also das Bärchen und ich, wir haben die Möglichkeit, euch ab und kommt ins Bild rein, die schönste Nautilus zu zeigen.